Im Studio begrüßen wir unseren Kolumnisten Henrik M. Broder. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Vor ein paar Wochen haben wir hier gemeinsam gesessen und da haben Sie relativ deutlich gesagt, als Politiker, Politikerin muss man sich auch mal beschimpfen lassen. Ja. Aber das gehört dazu. Wie das gestern passiert ist, auch in der Form? Ja, wo wollen Sie die Grenze ziehen? Da, wo es Straftatbestand und Beleidigung wird. Gibt es einen Straftatbestand? Wird schon ermittelt? Schauen Sie, die Parole Merkel muss weg ist nicht nett. Aber sie ist genauso berechtigt und legitim wie die Parole Merkel muss bleiben. Aber das eine ist das Gegengewicht zum anderen. Es wurde aber auch gesagt, sie sei eine Volksverräterin. Das wurde auch anderen Politikern vorgeworfen. Ja. Da wird zum Teil Vokabular verwendet, das muss man ganz klar sagen, das in den 30er Jahren schon mal publik war. Naja, es wird alles verwendet, was in den 30er Jahren verwendet wurde. Wenn Sie anfangen, genug tief zu graben, enden Sie wahrscheinlich bei beim 30-jährigen Krieg. Das ist kein Argument, was in den 30er Jahren verwendet wurde. Neulich ist irgendeine Moderatorin, glaube ich, ausgeflippt, weil in einer Talkshow die Rede von einer Autobahn war. Also man kann die Sensibilität zu weit treiben. Nein, es kommt Leben in die Sülze, die Verhältnisse werden härter. Das Volk, das hat schon Heinrich Heine gesagt, ist der große Lümmel, er ist unberechenbar. Und das Volk schuldet der Regierung auch keinen Dank. Das Volk darf auch grob sein und sich unangemessen äußern. Und da, wo ein Straftatbestand erfüllt ist, muss die Staatsanwaltschaft rein. Ich weiß nicht, ob gestern Straftatbestände erfüllt wurden. Eher nicht. Es war eher eine, wenn Sie so wollen, ein Aufeinandertreffen zweier verschiedener Welten. Mich hat das Ganze an die DDR in den letzten Tagen erinnert. Wissen Sie, drinnen feiert die Regierung, dann ist ein Polizeikonto da und draußen harren die Regierten. Herr Broder, lassen Sie uns gemeinsam schauen. Eine Politikerin hat sich nach vorne gewagt, hat versucht zu diskutieren. Schauen wir mal, wie das abgelaufen ist. Verschwinden Sie! Wir wollen Sie gar nicht haben! Gib dem Bayern einen schönen Spruch! Ja, wir sind hier in Sachsen! Na Moment, ja? Gib dem Bayern einen schönen Spruch, der heißt: Oh Herrn, schmeiß Hirn herunter! Ja, okay! Das ist doch für Sie gemeint! Das ist doch für Sie ja, gemeint! Ja, das sehen wir! Und wo fällt gerade das Hirn? Das können Sie mir auch bitte mal erklären. Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt mit Ihnen zu reden, oder? Sind Sie überhaupt bereit zuzuhören? Das merken Sie doch gerade. Wir haben Ihnen lange genug zugehört. Reicht jetzt. Sie haben doch gerade einen Satz gesprochen. Wir haben alle zugehört. Warum sagen Sie zu mir, hau ab und die Volksverräterin? Weil Sie eine Hetzerin sind. Ich bin eine Hetzerin. Ja. Weil Sie die Vernichtung des deutschen Volkes vorantreiben und vorwarten. Das ist, ja genau. Das ist Ihr Ziel. In Deutschland Verrecke schreien Sie. Sie sagen zu uns, wir sind alles immer Nazis. Wir waren doch die Deutschen. Wissen wir doch, wenn Sie auf die Demos mit der radikalen Antiverlauf. Was sagen Sie denn zu dem Empfang hier in Dresden? Das ist sinnlos, das sind Nadelstreifen. Hat er jetzt Sie gefragt oder mich? Ich kann doch hier reden, wie ich will. Er hat mich gefragt. Und wenn er mich fragt, dann antworte ich. Und wenn er Sie fragt, dann Meinungsfreiheit. Ja, ich finde das eine Schande. Aber das heißt, dass es hier eben ein wirkliches massives Problem gibt. Und wenn überhaupt nicht mal hier über Demokratie reden. Da wirft sie eine Kusshand noch hinterher, Herr Broder. Jetzt haben wir hier aber wirklich gesehen, wie die Leute aggressiv auch auf Frau Roth zugegangen sind. Wie soll man da als Politiker reagieren? Sie hat es ja wenigstens probiert, indem sie mit Offenheit versucht hat, mit den Menschen zu sprechen. Aber offenbar sind die gar nicht gesprächsbereit. Nun ja, es hat ja ein Gespräch stattgefunden, nur nicht nach den Regeln von Frau Roth. Und Frau Roth liebt das Bad in der Menge und hat sie eins bekommen. Und wissen Sie, wenn ich Frau Roth wäre, wäre ich sehr vorsichtig, mich über unwillkommene Gesten am Rande der Straße zu beschweren. Sie hat im letzten November in einer Demo in Hannover teilgenommen, aus der heraus ganz laut Deutschland verrecke und Deutschland, du mieses Stück Scheiße gerufen wurde. Das hat sie aber wahrscheinlich nicht selbst gesagt. Ja, lassen wir das als mildernden Umstand gelten. Es wurde direkt hinter ihr gerufen und sie hat weder einen Anlass gesehen, die Demo zu verlassen, noch sich hinterher davon zu distanzieren. Und das ist kein Benehmen, das sich eine stellvertretende Präsidentin des Bundestages erlauben sollte. Herr Broder, aber wenn... Sie muss ja nicht alles selber sagen, damit es schlecht klingt, nicht wahr? Herr Broder, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, wir wollen versuchen, miteinander zu sprechen. Und in einer Demokratie kann das auch laut und heftig und rabiat werden in der verbalen Äußerung. Wie soll man denn aber mit denen, die da auf die Art und Weise, ich will die Worte gar nicht wiederholen, die da gefallen sind, darf ich auch nicht, die werden wahrscheinlich weggepiept sofort. Wo setze ich denn da an? Wenn ich sehe, von der einen Seite kommen einfach nur wüste Beschimpfungen, wie komme ich denn an diese Menschen ran? Es gibt einen Restbestand der Population, an den Sie nicht herankommen. Und das müssen Sie vermutlich auch irgendwann mal akzeptieren. So wie es Kriminalität gibt, so wie es Steuerbetrüger gibt, gibt es auch Leute, mit denen man nicht reden kann. Man kann aber das Recht auf Meinungsäußerung nicht verwehren. Das gehört dazu. Eine Demokratie
ist keine Boutique, wo die Pullover sauber aufeinander nach Farben sortiert liegen. Es ist eine Werkstatt, in der es kracht und knallt und dampft und qualmt und wo auch ab und zu richtig ausgeräumt werden muss. Im Übrigen darf ich Sie daran erinnern, dass es im Grundgesetz in Paragraphen 8 gibt, ich habe ihn wörtlich aufgeschrieben, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Von höflichem Benehmen ist in den Paragraphen keine Rede. Versammeln dürfen die sich, aber es war hier keine angemeldete Demonstration. Dementsprechend wären Trillerpfeifen zum Beispiel auch nicht erlaubt gewesen. Nein, Trillerpfeifen sind nicht verboten. Sie irren sich. Diese Veranstaltung da jetzt zu stören. Nein, es heißt ja ausdrücklich, ohne Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Trillerpfeifen gelten noch nicht als Waffen. Gut, das wahrscheinlich jetzt nicht, aber trotzdem ist es ja eine Grenzüberschreitung, in der man hier die Leute wirklich despektierlich dann zum Teil angegangen ist. Und das ist doch letzten Endes aber keine wirklich konstruktive Auseinandersetzung mehr. Was wollen Sie von mir hören? Soll ich mich mit den Leuten solidarisieren oder distanzieren? Ich habe zu beiden keinen Anlass. Und in der Tat war es ein unsympathischer, unnötiger und unhöflicher Auftritt. Aber Unhöflichkeit gehört zu Auseinandersetzungen dazu. Und was Grenzüberschreitung ist, hängt von Fall zu Fall ab. Es hat massive Grenzüberschreitungen bei Demonstrationen in Berlin gegeben, wo Juden ins Gas gerufen wurden. Und das hat die Stadt auch überlebt. Und diese Demonstrationen werden alle überleben, auch Claudia Roth. Sehr klare Worte von Henrik Ambruder hier bei uns im Studio. Danke, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Herr Broder, jetzt haben wir hier aber wirklich gesehen, wie die Leute aggressiv auch auf Frau Roth zugegangen sind. Wie soll man da als Politiker reagieren? Sie hat es ja wenigstens probiert, indem sie mit Offenheit versucht hat, mit den Menschen zu sprechen, aber offenbar sind die gar nicht gesprächsbereit. Nun ja, es hat ja ein Gespräch stattgefunden, nur nicht nach den Regeln von Frau Roth. Und Frau Roth liebt das Bad in der Menge und hat sie eins bekommen. Und wissen Sie, wenn ich Frau Roth wäre, wäre ich sehr vorsichtig, mich über unwillkommene Gesten am Rande der Straße zu beschweren. Sie hat im letzten November an einer Demo in Hannover teilgenommen, aus der heraus ganz laut Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße gerufen wurde. Das hat sie aber wahrscheinlich nicht selbst gesagt. Ja, lassen wir das als mildernden Umstand gelten. Es wurde direkt hinter ihr gerufen und sie hat weder einen Anlass gesehen, die Demo zu verlassen, noch sich hinterher davon zu distanzieren. Und das ist kein Benehmen, das sich eine stellvertretende Präsidentin des Bundestages erlauben sollte. Herr Broder, aber wenn... Sie muss ja nicht alles selber sagen, damit es schlecht klingt, nicht wahr? Herr Broder, wenn wir jetzt aber... mal davon ausgehen, wir wollen versuchen, miteinander zu sprechen. Und in einer Demokratie... Merken Sie doch gerade, wir haben Ihnen lange genug zugehört. Reicht jetzt. Sie haben doch gerade einen Satz gesprochen, wir haben alle zugehört. Warum sagen Sie zu mir, hau ab und die Volksverräterin? Weil Sie eine Hetzerin sind. Ich bin eine Hetzerin. Ja. Weil Sie die Vernichtung des deutschen Volkes vorantreiben und so weiter. Das ist ja genau. Das ist Ihr Ziel. In Deutschland verrecke, schreien Sie. Sie sagen zu uns, wir sind alles immer Nazis. Was sagen Sie denn zu dem Empfang hier in Dresden? Das ist sinnlos, das sind Nadelstreifen. Hat er jetzt Sie gefragt oder nicht? Ich kann doch hier reden, wie ich will. Er hat mich gefragt. Und wenn er mich fragt, dann antworte ich. Und wenn er Sie fragt, dann antworte ich. Meinungsfreiheit. Ja, ich finde das eine Schande. Aber das heißt, dass es hier eben ein wirkliches massives Problem gibt. Und wenn überhaupt nicht mal hier über Demokratie reden. Da wirft sie eine Kusshand noch hinterher. Im Studio begrüßen wir unseren Kolumnisten Henrik Ambruder. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Vor ein paar Wochen haben wir hier gemeinsam gesessen und da haben Sie relativ deutlich gesagt, als Politiker, Politikerin muss man sich auch mal beschimpfen lassen. Ja, aber das gehört so dazu. Wie das gestern passiert ist, auch in der Form? Ja, wo wollen Sie die Grenze ziehen? Da, wo es Straftatbestand und Beleidigung wird. Gibt es einen Straftatbestand? Wird schon ermittelt? Schauen Sie, die Parole Merkel muss weg ist nicht nett. Aber sie ist genauso berechtigt und legitim wie die Parole Merkel muss bleiben. Aber das eine ist das Gegengewicht zum anderen. Es wurde aber auch gesagt, sie sei eine Volksverräterin. Das wurde auch anderen Politikern vorgeworfen. Ja. Da wird zum Teil Vokabular verwendet, das muss man ganz klar sagen, das in den 30er Jahren schon mal publik war. Naja, es wird alles verändert, was verwendet, was in den 30er Jahren verwendet wurde. Wenn Sie anfangen, genug tief zu graben, hätten Sie wahrscheinlich bei den... beim 30-jährigen Krieg. Das ist kein Argument, das was in den 30er Jahren verwendet wurde. Neulich ist irgendeinem Moderatorin, glaube ich, ausgeflippt, weil in einer Talkshow die Rede von einer Autobahn war. Also man kann die Sensibilität zu weit treiben. Nein, es kommt Leben in die Sülze, die Verhältnisse werden härter. Das Volk, das hat schon Heinrich Heine gesagt, ist der große Lümmel, er ist unberechenbar. Und das Volk schuldet der Regierung auch keinen Dank. Das Volk darf auch grob sein
und sich unangemessen äußern. Und da, wo ein Straftatbestand erfüllt ist, muss die Staatsanwaltschaft reichen. Ich weiß nicht, ob gestern Straftatbestände erfüllt wurden. Eher nicht. Es war eher eine, wenn Sie so wollen, ein Aufeinandertreffen zweier verschiedener Welten. Mich hat das Ganze an die DDR in den letzten Tagen erinnert. Wissen Sie, drinnen feiert die Regierung, dann ist ein Polizeikondom da und draußen harren die Regierten. Herr Bruder, lassen Sie uns gemeinsam schauen. Eine Politikerin hat sich nach vorne gewagt, hat versucht zu diskutieren. Schauen wir mal, wie das abgelaufen ist. Frau Roth, verschwinden Sie! Wir wollen Sie gar nicht haben! Es gibt in Bayern einen schönen Spruch. Ja, wir sind hier in Sachsen. Na Moment, ja. Es gibt in Bayern einen schönen Spruch, der heißt: O Herr, schmeiß Hirn herunter. Ja, okay. Das ist doch die gemeint. Das ist doch die gemeint. Ja, das sehen wir. Und wo fällt gerade das Hirn? Das können Sie mir bitte mal erklären. Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt mit Ihnen zu reden, oder? Sind Sie überhaupt? Wie kann das auch laut und heftig und rabiat werden in der verbalen Äußerung? Wie soll man denn aber mit denen, die da auf die Art und Weise, ich will die Worte gar nicht wiederholen, die da gefallen sind, darf ich auch nicht, die werden wahrscheinlich weggepiept sofort. Wo setze ich denn da an? Wenn ich sehe, von der einen Seite kommen einfach nur wüste Beschimpfungen, wie komme ich denn an diese Menschen ran? Es gibt einen Restbestand der Population, an den sie nicht herankommen. Und das müssen sie vermutlich auch irgendwann mal akzeptieren. So wie es Kriminalität gibt, so wie es Steuerbetrüger gibt, gibt es auch Leute, mit denen man nicht reden kann. Man kann aber das Recht auf Meinungsäußerung nicht verwehren. Das gehört dazu. Eine Demokratie ist keine Boutique, wo die Pullover sauber aufeinander nach Farben sortiert liegen. Es ist eine Werkstatt, in der es kracht und knallt und dampft und qualmt und wo auch ab und zu richtig ausgeräumt werden muss. Im Übrigen darf ich Sie daran erinnern, dass es im Grundgesetz in Paragraphen 8 gibt, ich habe ihn wörtlich aufgeschrieben, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Von höflichem Benehmen ist in den Paragraphen